Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Und weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen. Es tut mir richtig, richtig leid, weil das ist ein Vorschlag, der schon ein bisschen älter ist. Den habe ich irgendwie übersehen. Aber ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Und wenn nicht, dann schenke ich dir einen Porsche. Ne? Also verzeih mir lieber, ne? Willst du nicht zu dir nach Hause kommen und dir einen Porsche schenke? Also will ich auch nicht. Meine Geldbörse heult. Ja, wir gucken uns heute, was, wenn man einen Asteroiden nicht abschießen kann. Ja, kann ich euch sagen. Jetzt kommt so ein wissenschaftlicher Fakt. Was passiert, wenn man einen Asteroiden nicht abschießen kann? Ja, dann hat man nie getroffen. Ne? Das war's. Hallo Arnold, ein weiterer einsamer Abend für dich. Das ist aber keine Spucke, ne? Das wisst ihr selber, ne? Das ist keine Spucke. Der ist alleine zu Hause. Und das ist keine Spucke, was da runterläuft. Vor dem Fernseher. Also, was haben wir hier? Das nehme ich. Elon Musk hat eine neue Rakete in den Weltraum geschossen und der Weltraum hat ein Meteor zurück auf Elon Musk geschossen. Arnold, entspann dich. Du weißt nicht einmal, was ein Meteor ist. Nee. Ein Meteor ist ein großer Himmelskörper von kosmischem Ursprung. Seine Masse reicht von also ein paar wie ich, Gramm ne? bis... Ich bin ja auf von... Ja, sagen viele zu mir, dass ich von kosmischem Ursprung bin. Und andere sagen einfach, dass ich nur fett bin. Aber das kosmische, der kosmische Ursprung, das hört sich besser an. Ne? Zu Tausenden von Tonnen. Und hab keine Angst. Es gibt nur einen einzigen Fall in Würde der Geschichte, mir nie auffallen, ne? in dem ein Meteoriteneinschlag einen Menschen getroffen hat. Und zwar 1954. Wollte ich gerade sagen. Und selbst da hat er nur jemanden in sein Bein getroffen. Oh, es scheint, es würde sich jemand freiwillig melden, um den Planeten zu retten. Und er platzt geradezu vor Begeisterung. Es sieht so aus, als ob diese Episode die kürzeste aller Zeiten sein wird und ein Happy End hat. Oh nein, vergiss es. Wie immer. Es sieht so aus, als würde unser Planet bald zerstört werden. Oder vielleicht gibt es einen anderen Retter. Könnte es Arnold sein? Ausgezeichnet. Wir werden ein Outfit für dich aussuchen. Also das hier ist nein. Definitiv nicht das. Iron Man. Nee. Ja. So laufe ich draußen auch immer rum. Finde ich immer voll komisch, wenn dann die Leute so hier anfangen von wegen hier. Wieso läufst du denn so rum? Sage ich ja. Warum? Ich habe doch was an. Haut. Ne? Ich bin ja nie nackt. Ich habe ja Haut an. Ne? Ist halt so. Da laufe ich auch immer rum. Das finde ich immer komisch, wenn mich dann Leute mit Steinen bewerfen und dann kotzen müssen. Ne? Also ich laufe dann immer an Leuten vorbei und die kriegen dann immer einen nicht Sprechreiz, sondern Brechreiz. Ne? Komisch. Jetzt dieses? Verstehe ich. Das nicht. Ist es. Obwohl, wir könnten einfach kopieren, was das Projekt DART von SpaceX gemacht hat. Es ist geplant, dass im Jahr 2022 ein 500 Kilogramm schweres Raumschiff mit einer Geschwindigkeit von 6 Kilometern pro Sekunde in einen Asteroiden namens Didymos einschlagen wird. Der Autopilot ist noch nicht installiert. Also wirst du manuell fliegen aber müssen. Aber die hatten ja auch noch eine andere Idee. Die wollten ja den Asteroiden also es gibt ja einen Asteroid, der 2026, glaube ich, soll einer richtig, richtig nah an uns vorbeifliegen. Wirklich sehr nah, ne? Also das werdet ihr merken, ne? Also der ist wirklich 1 Zentimeter über euch, ne? So. Und da wollten die was Neues ausprobieren, dann wollten die nämlich den wegschieben mit Raketen. Ne? Also die können auch einfach mich fragen, ich schieb den auch weg. Ne? Schieb den dann zu Leuten, die ich nicht mag. Ne? Ach komm, ihr könnt es einschlagen. Ne? So auf meiner Arbeit zum Beispiel habe ich frei. So, ne? Ist ja auch nicht so schlimm. Oder woanders hinschieben, ne? Da finde ich schon ein paar Plätze. Ne? Und ein Held werden! Oh, wow, du hast überlebt. Ziemlich genau wie alle anderen niederen Lebensformen, wie Mikroben. Aber jetzt gibt es ein kleines Problem mit dem Wasser. Nachdem ein Meteor mit einem Durchmesser von 100 Kilometern auf die Erde einschlug, zerstörte die Schockwelle fast alles Leben in einem Radius von 100.000 Quadratkilometern. Es gab eine riesige Freisetzung von Schwefel. Und Staub und Asche von all der Zerstörung stiegen in die obere Atmosphäre auf und versperrten den Zugang zu den Sonnenstrahlen. Du musst hungrig sein. Es ist gut, dass du deine Weltraumnahrung in der Rakete aufbewahrt hast. Es gab kein Essen? Das ist ja schrecklich. Denn auf der Erde gibt es nun auch keine Nahrung mehr. Es ist gut, dass du einen Raumanzug trägst, denn draußen sind es minus 50 Grad. Und du willst hier nicht sehr lange sein. Pass auf!
Man kann es auch anders erklären, es ist so kalt. Wirklich so, nicht so kalt, sondern ihr müsst euch vorstellen, es geht nach innen. Es geht dann mehr nach innen. Es geht dann richtig nach innen. Ne? Also um euch das mal so zu erklären, so minus 50 Grad können die meisten nichts mit anfangen. Es ist wirklich, es geht alles nach innen. Es geht wirklich alles nach innen. Und das habe ich schon bei 20 Grad, ne? Da ziehe ich mir schon draußen eine Winterjacke an, weil ich denke, okay, alles klar, fängt da an zu schneien, ne? Muss ich mich bereit machen, ne? Habe ich gestern jetzt auch, boah, waren hier 20 Grad, habe ich gestern schon die ersten Eisbären hier gesehen, habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Ne? Ich habe vergessen hinzuzufügen, dass Kakerlaken überlebt haben. Und die sind nun ein kleines bisschen mutiert. Du rennst besser in die Unendlichkeit und darüber hinaus. Arnold, wie zum Teufel konnte denn das passieren? Aber man muss halt dazu sagen, es wäre für mich wie Urlaub, ne? Ihr müsst euch einfach bedenken, im Klaren sein. Ja, wie soll ich das erklären? Man hat keine nervigen Menschen um sich herum. Das ist schön. Das ist Urlaub, Luxus. Ist einfach schön. Das ist wunderbar. Das ist das schönste Geschenk, was man mir geben könnte. Wirklich das schönste. Sorry, Entschuldigung, da werde ich ein bisschen... Oh, Asuri, kannst du jetzt mal kommen? Sorry, da werde ich ein bisschen emotional bei sowas. Oh, naja, man kann ja nie alles haben, aber vielleicht, ne? Vielleicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Original an, wie immer ganz oben in der Beschreibung verlinkt. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und eine schöne Woche. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.